Lasst uns mal bitte alle Drogen entkriminalisieren. Ich bin nämlich dafür, dass sich körperlich Abhängige klinisch reinen Stoff in der Apotheke abholen können. Und ja, ich meine auch richtig harte Sachen wie Heroin oder Crack oder Crystal. Ich bin nicht high. Wieso? Bevor ihr mich jetzt mit wütenden Kommentaren bombardiert, ich weiß, dass Drogen gefährlich sind. Nur leider bringt die aktuelle Drogenpolitik in Deutschland so gar nichts. Im Gegenteil, sie verschlimmert die Lage für Suchtkranke sogar noch. Und warum das so ist, das würde ich euch gerne an 5 Argumenten darlegen. Das erste Argument hört sich vielleicht ein bisschen trotzig an, aber mein Körper gehört mir. Und in den meisten Punkten sind wir uns da ja auch einig drüber. Bevor ein Arzt mich operieren darf, muss ich zustimmen. Ich darf nicht gegen meinen Willen tätowiert werden und ich darf so viele gesundheitsschädliche Stoffe in mich reinstopfen, wie mit aller Gewalt reinpassen. Solange ich mich an die gesundheitsschädlichen Stoffe halte, die nicht im Betäubungsmittelgesetz stehen. Und die Auswahl ist wirklich groß. Von Zucker über Fett über Alkohol, Tabak, Koffein oder Legal Highs. Falls ihr davon noch nichts gehört habt, das sind sogenannte Badesalzdrogen, die online auch gerne als Kräutermischung oder Reinigungsmittel oder Lufterfrischer angeboten werden. Die werden ganz legal online angeboten und sind echt nicht ohne. Die Wahrnehmung kann stark verändert werden, das Urteilsvermögen leidet, es kann zu Angstzuständen kommen und es gab sogar schon Todesfälle nach der Einnahme von diesen NPS, also von neuen psychoaktiven Substanzen. Wie ist das möglich, dass solche Stoffe online bestellt werden können, während der Besitz von Cannabis strafbar ist? Das liegt daran, dass vorhandene chemische Stoffe immer nur minimal abgewandelt werden, sodass es sich dann technisch gesehen nicht mehr um den Stoff handelt, der im Betäubungsmittelgesetz aufgeführt ist. In der Vergangenheit wurde alle 5 Tage eine neue Designerdroge auf den Markt geworfen, um der Strafverfolgung zu entgehen. Diese Entwicklung geht so schnell, dass diese Drogen niemals getestet werden können. Das heißt, was der Konsument am Ende dort zu sich nimmt, das weiß kein Mensch. Aber die Nachfrage nach diesen bunten Päckchen ist nach wie vor groß. Und offiziell handeln die Anbieter vollkommen legal, weil das Betäubungsmittelgesetz eben mit dem Verbieten nicht hinterherkommt. 2016 hat der Bund den Versuch unternommen, diesem Problem Herr zu werden, indem er 2 große Stoffgruppen komplett verboten hat. Experten befürchten nur leider, dass die Dealer mittlerweile auf noch gefährlichere Stoffgruppen umgestiegen sind. Die ersten Ergebnisse dazu werden im Sommer 2019 erwartet. Da sind wir auch schon beim zweiten ganz praktischen Argument, nämlich der Tatsache, dass sich der Konsum durch ein Verbot von Rauschmitteln nun mal nicht einschränken lässt. Das haben wir zum Beispiel in den USA gesehen bei den Ergebnissen des War on Drugs, den Nixon 1972 ausgerufen hat. Diese Strategie bezeichnet eine ganze Reihe an restriktiven Maßnahmen, die Ausdruck der Null-Toleranz-Politik gegenüber Drogen sind, mit katastrophalen Auswirkungen. Dieser Aktionsplan ist der Grund dafür, dass die USA die mit Abstand höchste Rate an Inhaftierten im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung weltweit haben. Präventionen und Aufklärungsprogramme sind zurückgefahren worden. Und Konsumenten haben große Angst, sich an offizielle Stellen zu wenden, wenn sie Probleme haben, weil ja schon der Konsum strafbar ist. Hat das Ganze denn wenigstens irgendwas gebracht? Ja, die Preise für Drogen sind angestiegen und haben das Ganze für die Mafia noch interessanter gemacht. Mittlerweile wird die Hälfte aller Umsätze im organisierten Verbrechen mit Drogen eingenommen. In den USA gab es 2017 über 70.000 Menschen, die an einer Überdosis gestorben sind. Die Sterberate liegt bei 22 Drogentoten pro 100.000 Einwohner und ist damit 15 Mal höher als die in Deutschland. Punkt Nummer 3. Eine Entkriminalisierung hätte einen ganz neuen Wirtschaftszweig zur Folge, der über steuerliche Abgaben eben auch Einnahmen für den Staat generieren würde. Oder? Überraschung, ja, das wäre so. Und zwar sogar dann, wenn man davon ausgehen würde, dass direkt nach der Entkriminalisierung der Konsum erstmal ansteigen würde. Die Kosten, die dem Staat aber jetzt entstehen, sind viel höher. Zum einen durch die entgangenen Steuereinnahmen auf die Drogen selbst, aber auch auf die entgangene Einkommenssteuer der Leute, die jetzt im Gefängnis sitzen oder von den Drogentoten. Und dazu kommen ja auch noch die Gefängniskosten. Die Kosten für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Terrorismus und des erhöhten medizinischen Behandlungsbedarfs. Und genau deswegen haben sich in den USA ja auch einzelne Staaten schon dafür entschieden, zum Beispiel Cannabis zu legalisieren. Die Schweiz hat es sogar mit Heroin probiert. Mehr Prävention, saubere Abgabestellen mit Beratungsangebot und eine Aussetzung der Kriminalität des Konsums. Und siehe da, es gab weniger Drogentote, weniger HIV-Infizierte und weniger körperlich Abhängige. Außerdem sind die Kosten zurückgegangen und das organisierte Verbrechen wurde erheblich geschwächt. Eine echte Erfolgsgeschichte.
Und da sind wir auch schon beim vierten Punkt. Nämlich dem Fakt, dass eine Drogenabhängigkeit überhaupt kein Verbrechen ist, sondern eine Krankheit. Das sieht man schon allein daran, dass bei einigen Drogen ab einem gewissen Grad der Abhängigkeit der Konsument überhaupt keine Wahl mehr hat, als die Droge weiterzunehmen. Ein kalter Entzug wäre dann nämlich einfach lebensgefährlich. Spätestens hier müsste doch eigentlich auch dem Letzten klar werden, dass Strafverfolgung so ungefähr das Letzte ist, was dem Patienten jetzt noch helfen kann. Außerdem kommt man nirgendwo so leicht an Zeug ran wie im Gefängnis und nirgendwo ist der Stoff so hochdosiert und verunreinigt. Die Isolation der Gefangenschaft lässt die Betroffenen dann oft vollständig abbauen und verelenden. Wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, die Menschen so bestraft, die eigentlich bloß unsere Hilfe brauchen? Der letzte Punkt ist ein ganz wichtiges Element dieser Hilfe, nämlich Schutzräume, in denen Suchtkranke unter ärztlicher Aufsicht konsumieren, aber eben auch schlafen und duschen können. Solche Zentren wären außerdem eine gute Möglichkeit, um auch Prävention und Aufklärung anbieten zu können. Auf Nachfrage sollten die Betroffenen hier schnellen Zugang zu wirklich sinnvollen Therapien bekommen. Findet ihr das utopisch? Dann wird es euch vielleicht wundern, dass es in Deutschland schon 24 solcher Schutzräume gibt, die trotz beschränkter Öffnungszeiten immer wieder Leben retten. Und wie es aussehen kann, wenn sich eine Stadt weigert, solche Schutzräume einzurichten, das könnt ihr euch in diesem Video vom Y-Kollektiv angucken. Reporter hat noch ein tolles Video über Legal Highs gemacht, schaut euch das gerne an. Genau wie natürlich mein Video von nächster Woche. Aber vorher klickt nochmal ins i und entscheidet, ob ihr Drogen legalisieren würdet oder nicht. Ich sag erstmal tschüss, bis nächste Woche und vergesst nicht zu abonnieren.